Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, etwa 5000 Männer. Was treibt die um den See herum zu Jesus hin? Angesichts unseres Evangeliums liegt nahe, das mit dem Hunger zu beantworten, aber wahrscheinlich hatten die zu Hause auch etwas zu essen. Es ist zunächst einmal nichts als Neugierde. Der Evangelist sagt es uns, sie haben die Zeichen gesehen, die Jesus gewirkt hat. Den Knecht des Hauptmanns von Kapharnaum. Sie haben das von der Samariterin gehört. Alles das ist interessant, das haben sie noch nie gehört, dass solche Zeichen geschehen. Und sie suchen nach etwas Menschlichem, denn solche Zeichen kann man nur in göttlicher Kraft tun. Sie sind noch nicht zufrieden. Sie sind mit diesem Typ noch nicht an ein Ende gekommen. Jetzt begegnet er ihnen dort menschlich. Er muss sich setzen. Er will sich setzen. Und er sieht die Bedürftigkeit derer, die ihm da aus Neugierde nachgelaufen sind. Sie haben Hunger. Er auch. Es ist Neugierde. Alle die Beobachtungen, liebe Schwestern und Brüder, die wir hier mitten im Evangelium machen können, sind nicht nur Beobachtungen von damals und für damals, sondern müssen auch unsere Beobachtungen sein. Wenn wir als Kirche überlegen, wie wir das Evangelium verkünden, es kommen nicht alle. Die 5000 Männer, die hier genannt sind, etwa 5000, sind nicht ganz Galiläa, sind nicht alle Einwohner rund um den See Tiberias herum, sind nicht alle Einwohner von Judäa. Wir könnten sie auch. Es sind die, die neugierig sind. Von Glauben ist hier nicht die Rede. Sie sind zunächst einfach nur neugierig. Und wer im Evangelium nach einem Hinweis sucht, das vor allen Dingen an die Frauen zur Rechtfertigung, dass man das Vorurteil hat, nur Frauen seien neugierig. Na bitte. Man findet immer eine Hilfe im Evangelium. Hier spricht das Evangelium von nur neugierigen Männern. Und gleich 5000, also keine Einzelfälle. Wir machen eine zweite Beobachtung. Dieses Wunder der Brotvermehrung geschieht nicht einfach so aus dem göttlichen Handgelenk, so zack, zack, wir machen hier mal schnell Brot für alle. Jesus will diejenigen, die ihm schon näher sind, die ihn schon besser kennen, noch nicht gut genug, wie wir sehen, aber doch schon besser. Er bezieht sie ein. Er bildet mit denen, die ihm nahe sind, die mit ihm gehen, die ihm schon nachfolgen, die schon wenigstens ein bisschen Glauben haben. Er will sie mit einbeziehen in das, was er tut. Deshalb die Frage an Philippus. Tja, was machen wir jetzt? Hier sitzen 5000 Mann herum. Wie machen wir die denn satt? Und Philippus ist, Adrian von Speyer sagt das in ihrer Auslegung, er wäre ein guter Verwalter gewesen. Der kann also rechnen, immerhin, das ist schon mal was. Der überschlägt, was sie denn jetzt so von überall her auf die Schnelle zusammenkratzen können. Da kommt man am Schluss auf 200 Denare. Das ist nicht wenig, das ist kein Pappenstiel. Aber selbst wenn man dann hingeht und Brot kauft, nach menschlichem Ermessen ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist wenigstens eine Rechenaufgabe, der sich Philippus stellt. Dann kommt der Praktiker, Andreas, der weiß auch was. Hier ist so ein Knilch, der hat 5 Brote und 2 Fische. Naja, das ist ähnlich, wie wenn ein Arzt vor einem Schlachtfeld steht. Vielleicht, wenn es ihm die Zeit gibt und er die Möglichkeit hat, rettet er 5, 10 und die restlichen Tausende sterben. Für die kann keiner was tun. Ein Ding der Unmöglichkeit. Der Hunger der Menschen, liebe Schwestern und Brüder, die menschliche Unmöglichkeit, die selbst in den besten Versuchen liegt, den Menschen Brot zu geben, Arbeit zu geben, ihnen ein Auskommen zu verschaffen. Es reicht nie. Das deckt das Evangelium heute auf.
Wir haben doch hoffentlich noch alle, und es gibt ja auch in der Gegenwart solche Versuche, unsere Hilfswerke zum Beispiel. Das sind gute Versuche, keine Frage. Oder auch die Ideologien des 20. Jahrhunderts. Hier ist jetzt endlich einer, der kann Brot auf den Tisch legen für alle. Das ist doch das, was in säkularisierter Form alle versucht haben. Ein Mao, ein Stalin und ein Lenin, auch ein Hitler. Mit welchem Ergebnis? Mit wie vielen Millionen Toten? Man muss einmal nachlesen über die unglaubliche Hungersnot, die Mao in China ausgelöst hat. Die Hungersnot, die Millionen Tote gefordert hat, die auf dem Gewissen des Verbrechers Lenin lasten. Das muss man wissen. Und man muss den Anspruch kennen, mit dem diese Typen aufgetreten sind und mit dem auch heute Ideologien auftreten. Hauptsache, alle werden irgendwie satt. Wir hätten heute vielleicht sogar das Material, um Menschen satt zu machen. Aber es geschieht nicht. Eine Hungerkatastrophe nach der nächsten. Forschen Sie einmal nach, wie viele Lebensmittel in der EU vernichtet werden. Könnte man leicht alle mit satt machen. Nein, sie werden weggekippt, weil es nicht ins System passt. Also obwohl wir materialiter die Möglichkeit hätten, die Menschen zu sättigen, hungern sie. Das führt uns zur nächsten Beobachtung. Und oft wird uns in der Kirche dann Zynismus vorgeworfen. Wenn wir sagen, naja, aber dieser marxistisch inspirierte Satz, den Bert Brecht in der Dreigroschenoper auf den Punkt bringt, erst das Fressen, dann die Moral. Kann man dem denn widersprechen? Hohe Gedanken zu fassen oder hier so herumzupredigen? Das kann man gut machen, wenn man satt ist. Feist und satt sich in den Sessel drückt, dann kann man gut über Moral reden. Was ist mit denen, die hungern? Die entscheidende Frage lautet hier, vor die uns Jesus stellt im Evangelium. Was ist das Wichtigste? Wovon lebt der Mensch wirklich? Es ist eine Banalität zu sagen, dass sich Menschen ernähren müssen. Aber wie viele Verhungerte gibt es in unserer feisten Gesellschaft? All die Ernährungskrankheiten, die wir haben. Zucker, Übergewicht, könnt ihr das jetzt alles auflisten. Sie wissen das vielleicht besser als ich. Und trotzdem verhungern Menschen an den reich gedeckten Tischen. Sie verkümmern, sie sind Krüppel. Vor allen Dingen im Blick auf die jungen Menschen müssen wir das sagen. Dass junge Menschen fragen, dass sie sich bemühen, dass sie auch hier noch herfinden. Super. Aber es ist nicht selbstverständlich. Wie viele Verhungerte und Verkrüppelte haben wir, die nur auf sich selber fixiert sind, die alles in sich hineinstopfen, was sie kriegen können, aber wenn man ihnen begegnet, denkt man, oh mein Gott, wir sind eigentlich mitten in einem Entwicklungsland. Was ist da passiert? Es kommt etwas vor dem Essen, vor dem Sattwerden. Und das ist ein Hunger im Menschen, der nicht so schnell gestillt werden kann. Jesus tut hier etwas, und wir werden das in den nächsten Sonntagen noch weiter verfolgen können, was da passiert. Jesus beginnt bei der Bedürftigkeit der Menschen, ja. Das ist die nächste Beobachtung, die wir machen können. Was ist mit den Neugierigen? Wie geht man mit denen um, die neugierig sind? Zunächst muss man etwas Abgrenzendes sagen. Diejenigen, die nicht neugierig sind, und das ist zum Beispiel etwas, was mir wahrscheinlich bis an mein Lebensende nicht beizubringen ist, dass auch die Synode in unserem Bistum versucht, die neugierig zu machen, die nicht neugierig sind. Das habe ich auch im Gymnasium schon gelernt. Leute, die nicht motiviert sind, können sie nicht motivieren. Punkt. Das kann man einfach nicht machen. Was wollen wir da tun? Elektroschocks oder was wollen wir da anwenden? Also auch niedrigschwellige Elektroschocks natürlich ganz wenig, damit die nur so ein bisschen zucken. Das wird nicht passieren. Aber was ist mit den Neugierigen, die wir oft im Stich lassen? Jesus zeigt uns einen Weg. Und der ist vielleicht ungewöhnlich.
Jesus sagt, die sollen es sich zuerst einmal gemütlich machen. Die sollen sich ins Gras setzen. Die sollen sich erst einmal wohlfühlen. Sie sollen sich niederlassen und dann tun wir den nächsten Schritt. Dann kommt Jesus ihrer Bedürftigkeit entgegen, einer sehr weltlichen Bedürftigkeit, Hunger. Aus dem, was da ist, nicht aus dem, was wir uns erträumen. Die Apostel kommen nicht mit einem großartigen Plan, sagen, vielleicht können wir einen Vertrag schließen mit dieser Lebensmittelkette, dann bestellen wir den Catering-Service, wie das heute bei der Diözese wahrscheinlich möglich wäre. Und selbst wenn es der kirchliche natürlich ist, der von der Caritas, der kommt dann mit großen Lastwagen und da werden die Schnittchen mundgerecht serviert. Nein. Es ist das, was da ist. 5 Brote und 2 Fische. Das wird ausgeteilt und alle werden satt. Aber was will Jesus damit erreichen? Der sagt ja nicht, gute Verdauung dann allerseits, schön, dass ich euch getroffen habe, tschüss. Könnt ihr wieder heimgehen. Jesus will mit diesem Entgegenkommen den Blick auf sich selber lenken. Dass man ihn braucht, um diesen eigentlichen Hunger zu stillen. Wir können die Brücke über den physischen Hunger nicht einfach hinter uns abbrechen und sagen, jetzt bin ich erstmal satt für einen Tag und dann ist es gut. Es gibt etwas, das nicht so schnell zu sättigen ist. Es gibt einen Hunger nach Sinn. Es gibt einen Hunger nach Liebe, der mit noch so viel Sex nicht zu befriedigen ist. Das muss man unserer Gesellschaft heute auch manchmal sagen. Das sind 2 Paar Schuhe. Daran verkrüppeln wir, liebe Schwestern und Brüder. Daran verstümmeln wir uns selber, wenn wir das einfach auf physische Bedürfnisse eingrenzen. Und mich wundert dann, dass ich von einem führenden Kirchenmann unserer Zeit und unseres Landes lese, es sei die Aufgabe der Kirche, Hoffnung in die Gesellschaft zu tragen. Ich muss gestehen, das klingt mir ein bisschen zu viel nach Ernst Bloch, marxistischer Philosoph. Hoffnung, was heißt das? Ich dachte immer, es ist die Aufgabe der Kirche, deshalb bin ich beispielsweise Priester geworden, aber nicht, weil ich besonders toll wäre, sondern weil ich dachte immer, das sei allgemeine Voraussetzung, Jesus Christus in die Gesellschaft zu bringen. Als die einzige Wahrheit dieses Lebens, als den einzigen, der unseren Hunger stillen kann, als den einzigen, der alle Fragen nach Sinn beantwortet. Aber wenn man diesen Weg geht, und das werden wir erleben, als Zeugen des Evangeliums an den nächsten Sonntagen, werden wir einiges mitzumachen haben. Da gibt es Ablehnung, da gibt es Missverständnisse, wie sich das hier am Ende des Evangeliums schon andeutet. Und es gibt solche, auch Neugierige, die wir auf diesem Weg verlieren. Aber warum, liebe Schwestern und Brüder, sollte es uns heute anders gehen als Jesus damals?